So, und damit herzlich willkommen zurück zu PC Building Simulator 2. Und heute haben wir etwas ganz Besonderes vor, denn ich habe letztens durch Zufall tatsächlich hier nochmal einen Case wiederentdeckt, von dem ich glaube, dass wir in PC Building Simulator 2 fast nie damit gebaut haben, wenn nicht sogar tatsächlich nie. Und ich muss sagen, ich würde drin endlich gerne nochmal was bauen, nämlich hier im Inwin A1, einem Case, was ich ja eigentlich immer ziemlich gemocht habe in PC Building Simulator 1. Und hier haben wir aus irgendeinem Grund noch nicht drin gebaut, glaube ich, in PC Building Simulator 2. Also habe ich mir gedacht, warum nicht einfach mal machen? Wir haben nämlich eine Menge Mini-ITX-Systeme schon durchaus gehabt, aber halt keins in diesem Case. Und eigentlich fand ich das immer schon ziemlich krass, weil das kombiniert einige Sachen, die man sonst in solchen kleinen Cases kaum sieht. Nämlich dieses Case unterstützt tatsächlich, wie ihr hier seht, ATX-Netzteile. Also klar, nicht gerade lange Netzteile. Ich glaube, es ist exakt bis 140 mm. Das ist ziemlich das Minimum für die meisten ATX-Netzteile. Allerdings wird es auch ein kleines Problem los. Und zwar das Problem, was einige SFX-Netzteile haben. Denn oft wird dort, um diesen Platz einzusparen, nicht unbedingt oder ist nicht unbedingt der Platz für die krassesten High-Quality-Komponenten drin. Und genau aus dem Grund haben wir gerade über die RTX 3000er-Serie und ernsthaft PC Building Simulator, wir wollen das nicht zweimal hören, dieses Lied hintereinander, haben wir während der RTX 3000er-Serie mit den ziemlich hohen Stromverbräuchen bzw. den krassen Spikes bei GPUs eine Menge Netzteile entweder sehen, also SFX-Netzteile ganz im Besonderen, die entweder es nicht geschafft haben, den PC zu betreiben oder tatsächlich die auch draufgegangen sind dabei. Insofern, dieses Case hat an der Stelle diesen Vorteil, dass man auf ein ATX-Netzteil setzen kann, wie zum Beispiel hier ein XPG Core Reactor, was ein ziemlich gutes Netzteil ist, durchaus, und eben nicht diesen Nachteil hat. Deswegen wollen wir mal schauen, was wir hier heute alles so reingepackt bekommen. Ich würde tatsächlich gerne hier mit einem DDR4-System allerdings gehen. Dafür müssen wir gerade mal schauen. Hier haben wir es doch, das Z96i Plus Ultra bzw. Ultra Plus DDR4 von Gigabyte. Oh, da wollten wir noch nicht hin. So, wir wollten nämlich erstmal hier eine SSD installieren. Können wir die VP4300 nehmen? Sehr schön. Nutzen wir so selten. Ne, muss man die Möglichkeit doch auch gerade mal nehmen, wenn wir so haben. Ich würde trotzdem hier ein klein wenig lieber zu dem Case sein, weil wir sind trotzdem hier sehr, sehr Platz beschränkt, wenn wir ehrlich sind. Übrigens, falls ihr euch fragt, was das hier oben ist, warum haben wir hier so ein kleines Kästchen? Dieses Case hat tatsächlich auch eine Sache, die leider mit dem Case jetzt nicht insane gut gealtert ist. Nämlich, das hier oben ist ein Wireless Charging Pad. Bis zu, ich glaube, 9 Watt. Da merkt ihr, wieso es nicht so gut gealtert ist, weil 9 Watt ist heutzutage leider eher wenig. Also damit kannst du meistens eher ein Handy dazu bringen, dass es sich nicht entlädt. Aber es lädt halt auch kaum. Das ist halt der Nachteil. Allerdings muss man sagen, dafür sind 9 Watt Laden tatsächlich besser für die Batterie von dem Handy, als wenn du jetzt mit 30 Watt lädst oder 40 Watt oder 100 Watt lädst. Auch wenn du 100 Watt, glaube ich, eher weniger über ne kabelloses Laden hinkriegst. Aber das wollte ich an der Stelle nur nochmal dazu gesagt haben. Oh, nee, wir wollten hier zu RAM. So, ich wollte nämlich mal wieder den guten alten Tough RAM nehmen von Thermaltake. Und zwar am liebsten 32 GB Kit, weil, wie ihr hier seht, wir haben nicht insane viel. Obwohl, ja, weißt du was? Nee, wir machen wirklich ein 32 GB Kit, 2x 16 GB und nicht 2x 32, denn das ist für ein 13600K eher ein bisschen unrealistisch. Haben wir nicht ein 3600 MHz Kit? Tough RAM, 16 GB. Doch, ein 3600er haben wir. Sag ich doch. Habe ich schon wieder unten außerdem gerade aufgemacht. Wollte ich nicht. So, was wir auch nicht wollten, sind die Kabel hier. Ich hätte gerne
Kabel, die zum Rest des Systems ja auch noch dazu passen, ein bisschen besser. So, das wären dann hier... Ja, da wollte ich gerade Deutsch und Englisch gleichzeitig schreiben. Das funktioniert natürlich nicht so gut. Vielleicht nehmen wir doch die hier. Ja, das kommt farblich näher dran. So, jetzt müssen wir gleich erstmal schauen, was für ein GPU nehmen wir und was für eine Kühlung kriegen wir hier überhaupt rein. Denn da muss ja schon durchaus was her für ein 13600K. Wir bekämen sogar einen Darkrock 4 rein. Oder auch nicht. Es scheitert nämlich hier tatsächlich oben an der Wireless Charging Coil und am RAM. Ja, das ist der Nachteil von RGB-RAM. Okay, hier sagt er, es ist tatsächlich nur der RAM. Sekunde, das muss ich ausprobieren. Falls es geht, ist es mal wieder ein Bug, weil, wie ihr gerade gesehen habt von den Outlines, das Teil sollte hier definitiv nicht reinpassen. Aber wenn es das tut, dann... Ja, okay, also es ist im Netzteil drin, das ist natürlich eher unrealistisch. Aber in der Theorie ist glaube ich, okay, doch, es glitscht durch. Es glitscht doch durch oben durchs Panel durch. Upsi. Nee, das Netzteil nicht. Ich habe kurz gedacht, das Netzteil auch. Ja, ich meine, das könnten wir natürlich jetzt so machen, aber das machen wir nicht. Dafür mag ich das Case zu sehr, als dass wir hier so ein glitched Bild machen. Allerdings würde mich interessieren, was... Wow, den bekämen wir hier auch sogar rein. Zugegebenermaßen, solche Kühler machen hier aber, wie ihr seht, weniger Sinn, weil wir verdecken uns hier natürlich im Grunde den kompletten Airflow, dieses CPU-Kühler. Kriege ich den überhaupt nochmal raus hier? Ich komme nicht an das Kabel mehr da hinten, oder? Ah, doch. Also, wie ihr euch denken könnt, hier macht tatsächlich in diesem Case aus dem Grund hier hinten ein 120er I.O. Sinn. Ich weiß, ich verteufle 120er I.O.s selbst immer liebend gerne, aber das ist hier eine der wenigen Möglichkeiten, wo es tatsächlich mal Sinn ergibt. Weil, wie gesagt, desto näher sonst der CPU-Kühler hier vorne zum Netzteil ist, desto eher ist das Netzteil natürlich ein Hindernis. Und die Luft, die wir hier hinten reinsaugen, das ist nämlich die sinnvollste Konfiguration dieses Case. Intake hier hinten, ne, da hinten Exhaust, da haben wir eben unseren CPU-Kühler. In dem Fall würde ich hier halt die I.O. anbringen. Weil, wie gesagt, wenn wir einen Luftkühler haben, das bisschen, was wir hier unten durchbekommen an Luft, ist nicht besonders viel, versus was hier rumkommt, wenn die Luft komplett hier dran vorbei und hier hinten hin kann. Insofern, ne, wie gesagt, ich hasse normalerweise 120er IOs, aber das ist die einzige Möglichkeit, wo ich sie erlauben werde. Allerdings müssen wir gucken, ob wir hiermit wirklich durchkommen, weil das hier sieht eher nach einem Nein aus, für zumindest diese IO. Ich probiere es trotzdem. Das hier soll doch definitiv auch nicht so sein, oder? Okay, doch, das sah nur auf den ersten Moment so aus. Okay, es hat doch nicht da drin geglitscht. Also nicht mehr als erwartet. So, ich würde jetzt gerne gucken, kriegen wir das 7900 XTX noch hier rein? In der Theorie ja, in der Praxis glitscht auch die dann eher. Bekämen wir eigentlich einen 390 da rein? 390 Ti sogar. Oh, obwohl, die hat, glaube ich, dann auch eher einen... ja, die mit geringen Modifikationen nimmt die sich ihre Luft direkt aus der Unterseite des Gehäuses. Okay, also da sind wir wieder dabei, dass PC Building Simulator 2 sehr gut da drin ist, was Collision angeht. Also... Klar, ich weiß, in Small Form Factor Cases ist das natürlich auch ein großes Problem hier im Spiel, aber in PC Building Simulator 1 habe ich wirklich mit dem Teil dutzende Male gebaut und das haben wir nie hinbekommen, sowas. Gehen wir nochmal zur 7900 XTX und ich gucke, ob wir einen CPU-Kühler finden, der nicht in die 7900 XTX reinglitscht. Könnte man eigentlich in der Theorie... Na, schade. Wär zu schön gewesen, wenn wir da eine Custom-Wasserkühlung hätten reinbauen können. Wow, beim Arctic Liquid Freezer sagt er aber wenigstens sogar nein.
Oh, ich habe Angst, dass wir keinen finden werden, der da passt. Oh doch, EVGA. They've done it again. EVGA ist einfach zu gut. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ziemlich die einzige, die da passen wird. Ah, wenn man ganz, ganz viel hofft, passt die von Raijin Tech noch? Be Quiet hier nicht. Silverstone leider auch nicht so sehr, ich die mag. Gamerstorm definitiv nicht. Die andere von Be Quiet? Ja, vielleicht, aber ich... Ja, doch, es könnte sein. Antec vielleicht auch. Alpha Cool? Nein, das ist ein definitives Nein. Okay, damit hätten wir tatsächlich alle durch. Weißt du was? Tun wir EVGA den Gefallen. Wenn wir schon keine EVGA-GPU hier drin haben können, dann halt wenigstens eine EVGA-CPU-Kühlung. Allerdings habe ich vergessen, dass ich hinten einen Lüfter einbauen wollte. Ich weiß allerdings auch noch nicht genau, was für einen. Wir haben leider keine EVGA-Lüfter hier drin, wie ihr seht. Wollen wir da irgendwas mit RGB einbauen, was schick ist, oder eher nicht? Ich würde mal gucken, ob wir irgendwas Schickes finden. Weiß nicht, ob mir irgendeiner davon gefällt. Gleich hier Invin Polaris. Der passt also null zum gesamten Rest hier drin. Vielleicht gehen wir tatsächlich doch zu was anderem über. Arctic P12. Ja, machen wir einen Arctic P12 rein. Und hier unten kannst du natürlich theoretisch auch noch Lüfter reintun. In dieser Konfiguration machen die nicht unbedingt Sinn. Wir bauen sie einfach mal ein, weil es cool ist. Aber natürlich würdest du die halt im Normalfall so rum einbauen, dass sie auch Luft zu deiner Grafikkarte bringen und nicht wegnehmen. Was wir ja gerade hier tun, wie ihr seht. Ne? Das ist ein Exhaust und das hier ist ein Intake bei unserer Grafikkarte. Natürlich, das funktioniert nicht. Ne? Wollte ich nur an der Stelle nochmal gesagt haben. Und dann bekommen wir noch gesagt, fehlende Teile. Oh, ich habe eben den RAM... Habe ich eben den RAM ausgebaut? Habe ich echt den... Hä? Echt? Hab ich gerade eben den RAM ausgebaut und selbst nicht mehr mich gerade dran erinnern können? Okay, das ist weird. Jetzt haben wir ihn wieder. So. Sehr gut. Ja, ein Optimalfall wäre das hier jetzt natürlich auch noch ein weißer Lüfter. Das geht leider aber nicht. So, oder natürlich hier ein EVGA-Lüfter, aber auch das geht nicht. So, installieren wir hier allerdings mal unseren USB-Stick und gucken, dass wir das Ding zum Laufen kriegen. Aber ich muss sagen, ich habe so einen kleinen Hidden Gem wieder gefunden. Ich mag das Case einfach. Ich weiß, es ist natürlich gerade die Sache mit dem Wireless Charging ist halt, ne, ein bisschen außer Zeit gefallen. Klar, mittlerweile haben wir auch Small Form Factor Cases, die besser sind, was den Airflow angeht. Auch welche, die vielleicht schicker aussehen, auch welche, die vielleicht günstiger sind und so weiter und so fort. Aber ich finde, das ist eigentlich eine ganz okaye Kombination aus allem. Und es ist sogar noch vergleichsweise okayer Platz für moderne Systeme drin. Klar, eine 4090 baust du da jetzt eher weniger ein, aber ja, es ist schon cool. Ich mag das System. Würde mich natürlich auch gerne interessieren, was ihr dazu sagt. Aber dazu lasst ihr mir bestimmt was in den Kommentaren da. So, jetzt gucken wir allerdings mal, was wir hier so rausholen können. Wie gesagt, das Spiel wird uns jetzt nicht das Problem aufwerfen, dass unsere Lüfter hier unten gegen unsere GPU arbeiten, weil so komplex ist PC-Building Simulator, wie gesagt, nicht.
aber in der Realität, ne, Lüfter, wenn du sie haben willst, richtig rum natürlich, aber in der Theorie bräuchtest du die da noch nicht mal unbedingt, weil die GPU macht da halt auch einen großen Teil von selbst. Ne, die können natürlich trotzdem hilfreich sein, wenn du die dann auch noch hast. Auch wenn das im Grunde so ein bisschen das Problem dieses Cases ist, weil ihr seht, da ist nicht allzu viel Platz zwischen diesen Füßchen und dem Boden, also beziehungsweise nicht den Füßchen, sondern im Grunde dem gesamten unteren Teil des Cases und dem Boden. Und es ist tatsächlich auch weniger, als man im Normalfall haben will, damit Luft ohne Probleme von der Seite halt ins Case unten reinkommen kann. Hier ist das nicht so geil, ne, wenn das ein 2-3 Zentimeter mehr wären, dann wäre das besser. Aber das ist leider eins der Probleme dieses Case. So, gucken wir mal, dass unser RAM tatsächlich erkannt wird auch. Und dann wollen wir dann natürlich auch ein bisschen was rausholen. CL12 müssten wir 3800 MHz schaffen, scheinbar. Da bin ich doch mal gespannt. So. Und ich sag, wir schaffen auch 5,5 GHz bei unserer CPU. Das ist erstmal sehr optimistisch und wahrscheinlich werden wir da auch enttäuscht, aber ausprobieren kann man es ja mal. Gucken wir erstmal, ob unser RAM läuft. Nebenbei sehen wir ja in der Theorie auch schon, ob das läuft. So halbwegs. RAM sieht gut aus. Das hier lassen wir auch schon mal laufen, weil wir sehen, RAM, ne, läuft durch. Wir sehen, wir haben auf jeden Fall den alten 3900X geknackt. Das ist jetzt nichts, was unbedingt mich sehr wundert. Was mich jetzt allerdings interessiert, und es scheint wirklich der Fall zu sein, dass wir bei den 5,5 GHz, also bei 7% Übertaktung, doch mit einem 120er Lüfter hier durchkommen. Allerdings muss man sagen, das ist interessant, weil früher, lass mich mal kurz nochmal schauen, das Teil von EVGA, die EVGA CLC, hier hat einen 145er CFM. Ne, das ist ein bisschen unrealistisch, weil wir sehen, die haben alle 145er CFM und natürlich ist ein Lüfter nicht für den gleichen Airflow da wie drei Lüfter. Guess what? Das ist ein bisschen problematisch und ich weiß, dass die früher als sehr, sehr, sehr schwach eingestuft werden, PC Building Simulator 1. Das würde ich auch falsch als falsch ansehen, denn ich weiß, dass die EVGA CLC sich hier ziemlich in Tests ziemlich weit nach oben gebruteforced hat, dadurch, dass die Lüfter ziemlich schnell drehen können bei dem Teil. Auch ziemlich laut werden dann. Aber das Teil ist relativ stark. Nicht so stark, wie hier steht. Aber besser, als es in PC Building Simulator 1 eigentlich steht. Aber schlechter, als es hier ist. Also liegen beide Spiele an der Stelle mal falsch. Allerdings, meistens ist es dann doch eher PC Building Simulator 2. So. Gucken wir mal, was wir so aus der CPU, sage ich gerade schon, aus der GPU noch so rausholen können. Ein bisschen mehr würde ich vielleicht auch nochmal probieren, aus der CPU zu kitzeln, aber da ist wahrscheinlich irgendwann dann doch Schicht im Schacht, weil wir sind jetzt schon bei knapp 80 Grad. So, gucken wir mal, vielleicht kriegen wir da ja noch ein bisschen mehr raus. Ja, 800 Watt. Wir haben 850 Watt Netzteil, ein bisschen was geht noch. Na, 820, 850, da sind wir. Gucken wir mal, ob wir noch ein bisschen mehr aus der CPU kriegen. So, ich sag nochmal 200 MHz. Daran glaube ich sogar noch. Wenn auch mehr mit Glück als Verstand. Aber das ist mit Glück, mehr Glück als Verstand, damit kommst du in PC Building Simulator 2 zumindest sehr weit. Weil das Glück hast du hier immer mal wieder, dass das Spiel sich denkt, ja, ist doch bestimmt okay. Auch wenn es komplett outrageous ist eigentlich. Ja, 85 Grad ist aber tatsächlich, würde ich sagen, eine angenehmere Betriebstemperatur, wo wir Halt machen können noch. Auch wenn ich sagen würde, in Real Life schaffst du keine 600 MHz Übertaktung auf einem 13600K mit einer 120er I/O. Ich würde bezweifeln, dass du 600 MHz rausholst ohne weiteres mit einer 420er I/O. Insofern, ja, ne? Das sagt schon mal eine Menge. Vor allem All-Core. Das ist dabei nochmal wichtig zu sagen. Klar, einen Kern, klar, 5,7 GHz, das kannst du schaffen. Alle? I don't think so.
So, gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen was machen können bei der Grafikkarte, beziehungsweise wann da Schluss ist. Weil auch da sind wir jetzt mittlerweile schon gut auf die 900 Watt zugehend. So, gehen wir mal einen 10er Schritt hin. Dann dauert das nicht ganz so lange. Ja, da sind wir. Guess what? Ich gehe mal 5 zurück und hoffe, dass es reicht. So. Und dann sagen wir erst nochmal ein Ründchen Cinebench. Ich sag, wir schaffen 9500 Punkte auf jeden Fall. Und danach ist 3D-Mark-Time. Ah, okay, 9464. Nicht ganz. Nicht ganz. Allerdings sind wir schon ziemlich nah dran. Und ich glaube, wir bekämen theoretisch das auch hin. Also wir haben ja 85 Grad momentan. Wir schaffen es im Normalfall bis zu mindestens 92, 93 immer. Sollten es bis zu mindestens 95 schaffen, wenn PC Building Simulator sich mal wieder nicht denkt, ich muss jetzt kurz einen Bug haben. Insofern, wir würden es ziemlich sicher schaffen, aber es ist jetzt nicht relevant. So, da habe ich lieber das bisschen in die GPU investiert als in die CPU. Das schadet uns auch nicht. Bei 18.720 Punkte ist auch da ziemlich stark. Ich weiß, wir hatten letzten Part 27.272 Punkte in der 4090. Klar, das ist nochmal, ne, 50% davon nochmal drauf oben. Aber man muss halt auch sagen, die 7900 XTX kriegst du halt mittlerweile für knapp 1000 Euro. Und die gute alte 4090, die kriegst du halt eher so ab 1700 Euro. Kleine Diskrepanz, ne? Sprich, die hat besseres Preis-Leistungs-Verhältnis, selbst für Raytracing. Und wenn wir halt zu etwas gehen, was nicht Raytracing ist, sehen wir da halt eine Performance, die jetzt auch nicht ganz 4090 ist, aber die halt hier in diesem Test nur 20 FPS drunter liegt. Das ist halt ein ungünstiges Symbol für Nvidia, wenn man halt 700 Euro mehr dafür will. Insofern, ne, sieht schon ganz gut aus für die 7900 XTX. Sieht schon ganz gut aus. So, schauen wir mal. Gut, hier sind wir bei 190, klar. Ne, auch dort sind wir wieder ein klein wenig weniger. Oh Gott. Hatte gerade kurz Angst, dass wir doch noch Bluescreen wegen Stromverbrauch, aber alles okay. So, übrigens, damit ich das auch an der Stelle mal wieder genannt habe, wie ihr seht, das Bild, was wir hier sehen, passt eigentlich gar nicht auf diesen Monitor. Ihr seht hier die Bezels von dem Monitor, die Bezels sind eigentlich deutlich breiter. Ne? Das Bild, was wir hier sehen, geht über die Textur des Monitors hinaus. Good job, PC Building Simulator. Good job. Aber, ne, das ist ja mittlerweile Alltag. So, sind wir mal gespannt aufs Ergebnis. Ich weiß, da waren wir bei dem anderen PC, ich glaube, den haben wir sogar noch hier irgendwo stehen, bei über 30.000. 31.800 Punkte. Dachte der irgendwas, dass da irgendwas fehlt? Ah, ne, PC läuft. Okay. Ah, 28.950. Das ist schon extrem stark, finde ich. Und ich würde sagen, das soll es erstmal für diesen heutigen Part gewesen sein. Wie gesagt, lasst mir gerne eure Meinung zu diesem Bild und auch dem Case an sich da. Wie gesagt, ich mag es sehr. Vielleicht nicht genug, als dass ich ein Bild darin machen würde, aus dem, also in Real Life, aus dem Grund, dass ich meistens eine der Komforts brauche, die ein größeres Mainboard mit sich bringen. Allerdings, wenn ich nicht irgendwie ganz viele PCIe-Slots bräuchte für Sachen oder noch mehr USB-Ports, die meistens auch solche Boards nicht in dem Maße bieten wie SATX-Boards, wäre ich tempted, in diesem Case zu bauen tatsächlich. Wie gesagt, lasst mir gerne eure Meinung da. Außerdem natürlich auch gerne ein Like, um mir zu zeigen, dass es euch gefallen hat. Ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns nächstes Mal zurück bei PC Building Simulator oder einem anderen Projekt. Bis dann! Und ciao!